Viele Lehrkräfte in NRW fragen sich gerade, ob sie sich gegen demokratiefeindliche Äußerungen der AfD im Unterricht positionieren dürfen. Hier kommt meine Antwort. Ja, darfst du. Du musst es sogar. Denn als Lehrkraft bist du dazu verpflichtet, die Gesetze und die Verfassung zu befolgen und zu verteidigen. Wenn im Unterricht also menschenverachtende oder demokratiefeindliche Äußerungen von der AfD zur Sprache kommen, darfst du gar nicht neutral bleiben. Es ist deine Pflicht, die Demokratie und die Verfassung zu verteidigen. Als Lehrkraft musst du dich parteipolitisch neutral äußern. Gut so. Das heißt aber eben nicht, dass du dich politisch neutral oder werteneutral gegenüber den Grundsätzen unserer Verfassung verhalten musst. Ganz im Gegenteil, du musst unsere Demokratie und die Verfassung verteidigen. Bitte verteidige sie. Für die politische Bildung gilt der Beutelsbacher Konsens, wonach du als Lehrkraft niemandem deine Meinung aufzwingen darfst und alles, was in Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, auch kontrovers darstellen musst. Gut so. Demokratie lebt von unterschiedlichen Meinungen. Unterschiedliche Meinungen innerhalb von unumstößlichen Werten. Demokratie heißt, Menschenrechte zu leben, heißt, die Gewaltenteilung zu verteidigen, heißt, freie, geheime und gleiche Wahlen. Die AfD bedroht genau das. Uns allen muss es doch darum gehen, junge Menschen darin zu befähigen, zu erkennen, wer oder was unsere Demokratie und Grundgesetze in Frage stellt und gefährdet. Und vor allem, dass wir in einer wehrhaften Demokratie leben, die wir alle in der Hand haben. SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, auch du. Lasst uns alle die Demokratie verteidigen und wachsen lassen.